Ursprünglich auf Englisch 2018 Gosia, sie sagen, sie bringen die Menschen in den Untergrund. Was hat es damit auf sich? Swaru 9. Ich habe nicht genug Daten, um schlüssig sagen zu können, worauf sich das bezieht, aber mit den begrenzten Daten scheint es mir eindeutig eine Strategie der Reptilien zu sein, viele Menschen, ich weiß nicht, wie viele, aber viele, in die Dumps zu bringen, um sie als Sklaven und Nahrung zu benutzen. Die Dinge sind jedoch nicht schwarz-weiß, und es gibt drei Hauptszenarien, die in diese Richtung gehen. Erstens, die Föderation entfernt tatsächlich viele Menschen von der Erde. Das sind Menschen, die aus bestimmten Gründen nicht auf der Oberfläche bleiben sollten. Meistens handelt es sich um Sternsamen und ET-Agenten verschiedener Rassen, die auf der Oberfläche arbeiten und die ständig entfernt oder abgezogen werden. Zweitens, das intraterrestrische Netzwerk von Agartha, der Widerstand von Agartha, denn ja, es gibt Widerstand gegen die reptilische Invasion, die gegen die positiven Intraterrestrischen stattgefunden hat, nimmt einige Oberflächenbewohner auf. Auch hier gilt, wie bei Punkt 1, dass es auf den Einzelnen ankommt und dass jeder Fall einzigartig ist. Drittens, die Reptilianer haben immer wieder Strategien angewandt, um Menschen zu fangen, weil ihre Nahrungsvorräte durch die Blockaden der Föderation erschöpft sind. Sie haben alle möglichen Tricks angewandt, wie zum Beispiel ihre Schiffe als positive Schiffe auszugeben oder sich als jemand aus dem echten Agartha-Netzwerk auszugeben. Ein Detail, das du vielleicht nützlich findest: Ein positives Schiff wird niemals Rückstände ionisierender Strahlung abgeben. Unsere Technologie ist längst darüber hinausgewachsen. Gosia, du hast gesagt, dass die ETs die Menschen zum Beispiel mit Traktorstrahlen oft von der Erde holen, aber du hast auch gesagt, dass die Entnahmen jetzt schwierig sind, weil es dafür sehr strenge Regeln gibt. Wen holen sie also heraus und wer macht das? Ungeachtet der Regeln der Föderation? Oder nehmen sie nur ihr Personal mit und nicht ihre Sternsamen? Yazi, das ist kein Widerspruch. Die Rassen, welche es auch immer sind, schalten ihre Sternsamen und ihre Agenten aus und haben aufgrund dieser Direkthilfe alles beschleunigt, was die Stepdowns tun oder unternehmen. Sie sind alarmiert und fliehen wie Ratten, die ein sinkendes Schiff verlassen. Alles wird strenger und strenger, sowohl auf der Erde als auch außerhalb in jeder Hinsicht strenger. Regeln, was man tun darf und was nicht. Regeln für Reisen, Inkarnationen, Besuche, Kontakt, Kommunikation. Oftmals beschleunigt sich alles, wenn man solche Regeln aufstellt, und das ist es, was wir sehen. Trotz des vielen Lärms sehen wir, dass nichts wirklich Schlimmes geschehen wird. Die Kriege entpuppen sich eher als Manipulation. Was in den Medien erzählt wird, ist weit entfernt von dem, was tatsächlich geschieht. Gosia, aber wenn ihr nichts Schlimmes seht, warum tun es dann andere Völker, und warum nehmen sie ihre Sternsamen wie Ratten heraus? Yazi, weil das, was geschieht, ernst genug ist. Je nachdem, wo ihre Agenten und Sternsamen sind, oder sie sind bereits auf die gleiche Desinformation der Medien hereingefallen, denn ja, sie fallen auf die gleiche Lüge herein, die sie den Menschen auftischen. Gosia, Yazi, eine Frage von Leuten, die Englisch sprechen. Einige Leute sprechen von Massenevakuierungen, dass sie auf einen Planeten in den Plejaden gebracht werden sollen und so weiter. Ist daran etwas Wahres dran? Yazi, was sie sagen, hat mit der biblischen großen Entrückung zu tun und ist meist von den Jesuiten beeinflusst. Abgesehen davon ist da viel Wahres dran. In gewisser Weise geschieht es bereits. Sie kann auch mit einer Massenabwanderung von Seelen durch einen natürlichen Tod gleichgesetzt werden, aus welchem Grund auch immer. Gosia, aber auf welche Weise wird diese Evakuierung geschehen oder geschieht sie? Yazi,
Es wird sicher nicht so geschehen, wie es in New Age und Jesuitenkreisen erklärt wird, dass die Menschen sterben und ihre Seelen in den Himmel aufsteigen. Aber ja, sie können entrückt werden. Das heißt, in einem Moment sind sie bei ihren Familien oder bei der Arbeit und im nächsten Moment sind sie es per Traktorstrahl nicht mehr. Ich glaube aber nicht, dass das massenhaft geschieht. Es könnte sein, ja, aber es ist eher so, wie es jetzt schon geschieht, mit ein bisschen mehr Diskretion, mit Menschen, die hier und da verschwinden und die Behörden schreiben es anderen weltlichen Ursachen zu. Robert, aber, Yazi, sprichst du von einer planetarischen Evakuierung? Yazi, zumindest teilweise, ja, aber ich wiederhole, dass ich nicht glaube, dass sie in großem Umfang stattfindet. Denn was auf der Erde wirklich geschieht, ist eher eine Reihe von starken Erfahrungen, die diese Seelen vielleicht machen wollten oder auch nicht. Sie nehmen diejenigen mit, die ihre gewünschte Erfahrung bereits gemacht haben, und lassen die anderen zurück. Dabei darfst du nicht vergessen, dass die meisten Menschen auf der Erde Teil derselben Matrix sind und dass es niemanden innerhalb der Matrix gibt, sondern nur Programme. Gosia, aber sie werden das ohne Vorwarnung tun? Sie werden nicht vorher kommunizieren, und wen werden sie mitnehmen? Nur ihre Sternsamen oder auch andere Menschen? Ich habe nämlich gehört, dass sie einen bestimmten Planeten in den Plejaden für diese Menschen vorbereiten. Yazi, das hängt von der Gesamtsituation des Planeten und der besonderen Situation jeder Sternsamengruppe oder jedes einzelnen Sternsamens ab. Wen würden sie mitnehmen? Diejenigen, die Erfahrung nicht mehr wollen. Diejenigen, die ihre Lebenserfahrung bereits erfüllt haben, und die Step-Down-Aktivisten, die ihre Mission bereits erfüllt haben. Gosia, und wann wird das alles geschehen? Yazi, es gibt kein Wann, das wird sich zeigen, wenn wir fortfahren. Gosia, und wenn du kein direkter Sternsame einer Rasse bist, sondern ein Loyana, hier ein guter Mensch mit vielen Inkarnationen, wirst du nicht mitgenommen? Wie funktioniert das? Yazi, direkt mit Vereinbarungen vor der Geburt oder vor der Einsetzung, egal wie. Aber niemand wird zurückgelassen. Niemand geht verloren. Was sie darüber sagen, wird schon seit über einem Jahrzehnt in normal akzeptierten ufologischen Kreisen gesagt. Es ist nicht neu, ganz im Gegenteil. Ich hingegen behaupte, dass kein Planet für die Menschen notwendig ist. Jeder kommt schon von einem, hat schon seine Familie, und das ist schon abgedeckt. Der Gedanke, dass ein weiterer Planet notwendig ist, um die Menschheit unterzubringen, geht Hand in Hand mit der gleichen Manipulation der Verbreitung von Ängsten zur Massenkontrolle. Es geht Hand in Hand mit dem, was in den Massenmedien über Kriege und Hungersnöte berichtet wird. Noch mehr Angst. Außerdem hat es keinen Sinn, den Menschen einen anderen Planeten zu geben, wenn sie die Erde und ihre Probleme mitnehmen würden, denn es sind ihre eigenen Probleme. Sie sind keine Opfer, die von einem verschmutzten Planeten geholt und in ein neues Paradies für unschuldige kleine Menschen gebracht werden müssen. So funktioniert das nicht. Die Menschen und ihre Glaubensübereinkommen und Wahrnehmungen sind es, die Matrix erzeugen. Wenn du sie auf diese Weise wegbringst, nehmen sie die Matrix mit. Die Idee, die Menschheit auf einen anderen Planeten zu bringen, ist jesuitisches New Age und wird von vielen, vielen Menschen wiederholt. Aber sie verwenden nur die Informationen, die sie haben und die sie von angesehenen Seiten bekommen. Aber je mehr eine Seite gesellschaftlich akzeptiert ist, wie die Exopolitik, desto mehr wird sie von Interessen- und Wahrnehmungskontrollplänen kontrolliert. Niemand ist verloren, wenn er stirbt oder herausgezogen wird. Letztendlich wird alles, was mit den Seelen auf der Erde geschieht, kontrolliert und berechnet und ist nur aus der Sicht der Wahrnehmung jeder einzelnen Seele zum Guten oder Schlechten. Es liegt an jedem Einzelnen, seine persönliche Welt zu erschaffen, sei es die Hölle oder den Himmel. Auf der kosmischen Ebene geschieht nichts, was die Erde betrifft. Alles, was du als Gefahr siehst, sind Medien zur Kontrolle der Menschheit. Ich wiederhole und bestehe darauf, dass das, was du dort siehst, die Art und Weise, wie alles funktioniert, die Gesellschaft, die materielle Welt, die Biologie, die Geschichte, alles falsch ist und inszeniert wird, um eine Reihe von Erfahrungen zu vermitteln. Die Realität ist nicht das, was dir erzählt wird.
Die Kontrolleure, die Kabalen und die ETs der Föderation fürchten in gewisser Maße das wirkliche Erwachen einer menschlichen Masse, nicht nur, weil sie dann hinter ihnen her wären, die Menschen hinter den Kabalen. Das leugne ich auch nicht, sondern weil es ihre Dynamik der Matrix durchbricht, die Reihe von Konzepten, die die Erfahrung, dort inkarniert zu sein, von Rechts wegen und durch die eigene Entscheidung der Seelen bilden. Mit anderen Worten, ihr Theater bricht zusammen. Dafür gibt es viele Gründe, wie zum Beispiel die Technologie, die der menschlichen Masse bereits zur Verfügung steht, die es ihnen einerseits ermöglicht, die Wahrnehmung der Realität durch die Massen zu lenken und zu kontrollieren. Zum Beispiel mit dem Internet und den Mobiltelefonen, aber andererseits veranlassen sie die intelligenteren Menschen dazu, die Punkte zu verbinden. Sie beobachten und kommen zu Schlussfolgerungen, die das Gewebe der Matrix zum Einsturz bringen. Erinnere dich daran, dass das, was die Matrix aufrechterhält, nichts anderes ist als die Vorstellungen, die die Menschen in der Masse haben und die mit der Wahrnehmung der Realität und ihrer Natur übereinstimmen. Es ist weder das Mondhologramm noch sind es seine Frequenzen. Es sind die Menschen selbst. Du kontrollierst ihre Wahrnehmung und damit auch die Matrix und ihre Natur und Eigenschaften. Aus diesem Grund haben wir bereits gesagt, dass die erwachten Sternsamen die Notwendigkeit eines planetarischen Resets beschleunigen. All das bringt mich zum nächsten Punkt, der damit zusammenhängt. Ich habe es bereits gesagt, aber hier passt es perfekt. Was dir in den gängigen Medien, Ufologie und Spiritualitätskanälen erzählt wird, ist alles von den Kabalen selbst geschaffen und kontrolliert. Deshalb kannst du den großen Informationskanälen nicht trauen. Je größer sie sind und je anerkannter sie sind, desto skeptischer solltest du sein. Denke daran, dass sie Halbwahrheiten erzählen oder Lügen in Wahrheiten verstecken. Es ist unmöglich, dass eine Person oder eine Gruppe von Menschen die ganze Wahrheit über die Föderation, UFOs und noch viel weniger über das Spirituelle weiß. Deshalb bestehe ich darauf, dass alles durch die von der menschlichen Wahrnehmung gesteuerten Agenten verunreinigt ist, durch das, was die Eliten, die Kabalen und die Föderation selbst die Menschen denken lassen wollen. Niemand auf dieser Seite der Erde kann die ganze Wahrheit kennen, nicht einmal innerhalb der Föderation selbst. Wahrscheinlich weiß es niemand, denn es ist ein Prozess, der sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ja, es stimmt, dass einige Menschen mehr wissen werden als andere, auch nicht Menschen. Aber was jeder Einzelne als Wahrheit akzeptieren muss, muss aus seinem eigenen Geist kommen und er muss seine eigenen Entscheidungen in voller Verantwortung für sich selbst und für das, was er glauben will, treffen. Dabei sollten Sie bedenken, dass das, was Sie glauben wollen, Ihre Welt und Ihre Zukunft prägen wird, nicht nur während Ihrer Zeit auf der Erde, sondern auch danach, wenn Sie dort herausgeholt werden oder biologisch sterben. Niemand ist verloren, jeder kehrt nach Hause zurück. Es gibt keine Teufel mit Heugabeln oder Archonten, die Seelen recyceln, sondern sie recyceln sich selbst, indem sie auf die Achterbahn der Erde zurückkehren, aus freien Stücken. Diese Entscheidung kann jedoch von ihren Freunden und ihrem Umfeld beeinflusst werden, so dass jeder die Verantwortung dafür übernehmen muss, was er glaubt und welche Welt oder Realität er für sich gestaltet. Meiner Meinung nach würde jeder blind an die Exopolitik und all das glauben, wenn es nicht uns drei und das, was wir sagen, gäbe, ohne dass ihm jemand sagt, dass er mit diesen Informationen vorsichtig sein soll. Ich sage dir nicht, dass du nicht auf sie hören sollst, ich sage dir nur, dass du dir alles anhören und dir deine eigene Meinung bilden sollst, ohne dabei zu vergessen, dass alles kontrolliert wird, genau wie alles andere auf der Erde. Ihre scheinbare Ablehnung der offiziellen Medien ist nur scheinbar. In manchen Fällen glauben sie aber auch wirklich, dass sie in die richtige Richtung gehen, und sie könnten es gut meinen. Sei einfach vorsichtig, was du glaubst, wenn es von etwas kommt, das weithin akzeptiert ist. Ich glaube einer einzelnen Person mit einer kleinen Fangemeinde, die logische Dinge sagt, die auf ihren eigenen Beobachtungen beruhen, mehr als einer anerkannten Organisation wie Exopolitik oder dergleichen oder seriösen Leuten auf dem Gebiet. Denn sie sind bereits kontrolliert,
verseucht und haben andere Interessen, die sich gegenseitig verstärken. Nicht, weil viele Menschen an dasselbe glauben, heißt das, dass es die Wahrheit ist. Sie sind sich einfach einig. Es ist nicht aus irgendeinem Grund, dass sie diese Vereinbarung haben, das aus irgendeinem Grund kann ein Mittel zur Wahrnehmungskontrolle sein, denn so funktioniert die Matrix selbst, und was sie am meisten wollen, ist, den Spirituellen, den UFO und den Außerirdischen und den Föderationsteil davon zu kontrollieren. Benutzt euren Geist, das ist alles, worum ich euch bitte. Glaubt nicht alles oder das, was ihr hören wollt, sondern nur den Beweisen, die ihr selbst als relevant für eure persönlichen Kriterien erachtet. Glaubt nicht mir, sondern den Beweisen, die ihr selbst mit Geduld und kritischer Betrachtung aller erkennen könnt. Wichtig, der Link zu den zensierten Videos auf Odyssee befindet sich in der Beschreibung, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wie zum Beispiel dieses hier.